Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal ein eher Testvideo, denn ein ganz klassisches Replay, denn heute gibt es zwei Videos. Was will ich heute testen? Und zwar zwei Sachen. Zum einen haben wir heute eine etwas andere Grafikeinstellung, und zwar sehen wir ein 4K-Video in 60 FPS. Da will ich einfach mal probieren, klappt denn das auch? Also von dem her, und natürlich auch nicht nur, ob es klappt, sondern ob ihr auch da einen Unterschied seht. Also das wäre der Wunsch, ob ihr sagt, jo, schaut auf jeden Fall geiler aus als sonst in 2K, sage ich mal. Oder ob ihr sagt, nö, eigentlich sehe ich gar keinen Unterschied. Also da mal das bitte in die Kommentare hauen. Und zum anderen interessiert mich auch an der Stelle, wie hört sich meine Stimme an? Denn ich habe ein neues Mikro. Gerade für YouTube ist es natürlich immer ganz interessant zu wissen, merkt ihr da einen Unterschied zu vorher? Ist es gleich? Ist es sogar schlechter? Also da auch das bitte in die Kommentare. Ich habe mir ein STRV-103B Video hier mal dafür rausgesucht. Und zwar der Critical Damage hat das Ganze eingeschickt vom Mu-Clan. Grüße an der Stelle an den werten Kollegen. Und ja, er hat schon eher die ersten Hits landen können. Auch ein bisschen Aufklärung und Spotting. Hier kann er jetzt natürlich ideal wirken. Klassische Konfiguration fährt er da mit Tarnnetz und Scherenfernrohr. Der E75, der will jetzt hier weit scrapen und er probiert es da jetzt einfach mal auf den Turm. Durchschlag hat er ja genug. 433 Schaden gemacht, 308 Durchschlag, und wenn das nicht reicht, gibt es sogar mit Premium 350. Also das ist schon aller Ehren wert. Oh, der M103, der dachte sich, da haue ich jetzt mal schnell ab. Hat aber nicht zugelassen, hat einfach nochmal hier die Schelle eine mitgegeben. Und der E75, und man sieht halt, er geht halt nicht mal auf. Das ist so das Sensationelle an dem Gerät. Aber da bewegt er sich, kriegt jetzt die Hits rein. Und dann ist natürlich das Tarnnetz obsolet. Sobald man sich bewegt, ist das Thema durch. Aber eben, wenn ihr euch dreht in Belagerungsmodus, dann geht es eben mit dem Tarnnetz, dass es weiterhin aktiv ist. Und vielleicht der eine oder andere hat es noch nicht so auf dem Schirm, aber das macht den Panzer halt irgendwo auch aus. Oder die ganzen Schweden im Allgemeinen. Ab dem Udes ist es ja so der Fall. ...1300 Schaden hat er schon auf dem Zettel. Und da kommt ein Focht durch die Linse. Aber auch den gibt er sofort einen Hit mit. Und der war ein bisschen zu spät. Hat ein bisschen geschlafen. Gerade drum. Aber jetzt kommt er nochmal drauf und kann ihn nochmal eine verpassen. Sehr schön. Ja, und da war es auch schon durch. So schnell kann es gehen. Hat schon 4300 Schaden und 3300 supported. Und dabei aber erst 2 Kills gemacht. Also das muss man erstmal hinbekommen. So, jetzt ist der weg. Dann gibt es aber noch da den T55A. Jetzt ist er im Belagerungsmodus. Dementsprechend ist er da einfach sehr langsam. Aber muss er auch machen, weil sonst hat er da ein Problem, denn er kann in seinem Reisemodus, in dem er jetzt ist, einfach nicht hoch, runter, links, rechts, gefühlt zu minimalistisch. Da muss man schon wirklich direkt an den Gegner nah ran und kuscheln. Und da bleibt er stehen durch den Modus, aber Ratchet haut ab, denn entsprechend gleich wieder den Reisemodus aktiviert, weil er will da dem T10 helfen. So, jetzt geht's da drauf. Auto-Aim, ja. E55A hat er schon mal erwischt. Und Badget wurde da von der M5355 einfach mal weggemacht. Die dachte sich, scheißegal, ob Freund oder Feind, ich hau da mal mein Damage drauf. Kann man mal machen, muss man jetzt nicht unbedingt. So, in der Mitte, da ist noch ein bisschen was offen. E75 findet er da. Ja, kriegt er auch schönes Heck rein. Ja, und da war es auch schon um ihn geschehen.
Da ist die Arti. Schauen, ob er da noch vielleicht einen Hit drauf bekommt. Yo, Auto-Aim. Schnell drauf. Fertig war's. Wille. Auch noch so eine Reste-Rampe mit 10 Hitpoints. Und da ist es schon erledigt. Er hat 5.684 Schaden gemacht. 3.696 unterstützt. Also eine schöne Runde. Das sind 5 Minuten 19. Aber ganz wichtig. Wie hat euch die Optik gefallen vom Video? Und wie hat euch der Sound besonders vom Mikro gefallen? Das sind die beiden wichtigen Punkte. Ich werde auch jetzt am Sound nichts weiter groß bearbeiten. Weil mich interessiert einfach mal wirklich, wie die freie Datei so ist, also deswegen wertet bitte das Video mal vom Technischen her gesehen und jetzt unbedingt nur das Gameplay. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.